Ja, herzlich willkommen zu einem kurzen Update zum Patch 1.2 auf den Testservern von Rift. Wir haben euch ja versprochen, wenn es interessante Neuerungen gibt im Patch 1.2 auf den Testservern, werden wir euch darüber informieren. Das wollen wir jetzt mal mit diesem kurzen Video tun. Und zwar hat Tryon heute Abend dem Patch 1.2 mit einem 46 MB Patch geupdatet. Und dazu kam das Suche nach Gruppe-System. Das haben sie jetzt komplett eingeführt. Also den Button gab es natürlich schon vorher, den haben wir euch ja gezeigt. Jetzt gibt es natürlich das Interface zu bestaunen. So sieht das Ganze aus. Der World of Warcraft gespielt hat, wird das sicherlich kennen. Allen anderen eine kurze Erklärung. Also ihr könnt hier oben aussuchen, als was ihr euch gerne anmelden wollt. Ich kann natürlich nur das aussuchen, was ich auch kann. Also ein Schurke wird sich nicht als Heiler anmelden können. Genauso wenig wie ein Krieger. Das wird nicht klappen. Ich kann mich hier als Damage und Tanker melden. Das System guckt einfach automatisch, was für Talentbäume oder Seelenbäume ihr habt. Ich habe eben halt einen Tank und einen Damagebaum oder beziehungsweise mehrere Damagebäume und einen Tankbaum. Und dementsprechend kann ich mich natürlich auch nur für die beiden Sachen anmelden. Also danach geht das System hier. Ja, dann könnt ihr euch natürlich für einen der Random Dungeons anmelden, also Tier 2, Tier 1 und normal. Bei Tier 2 und Tier 1 sind die Belohnungen bis jetzt gleich. Das heißt, ihr bekommt 50 Gold, warum auch immer 10.000 XP. Und eben halt eine Gedenktafel des Erfolges. Ich denke mal, da wird noch irgendwas dran gemacht werden. Also das ist jetzt noch nicht ganz fertig. Ja, dann könnt ihr das bis zu 7 Mal machen. Also ihr könnt bis zu 7 Mal diese Belohnung abgreifen in einer Woche. Es ist euch freigestellt, wann ihr diese 7 Mal benutzt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr alle 7 Dinger an einen Tag machen oder eben halt nur am Wochenende. Das ist vollkommen euch überlassen. Ja, dann findet ihr unter Advanced, beziehungsweise erweitert wird das, denke ich mal, denn im Deutschen heißen, die Dungeons direkt, die ihr aussuchen könnt. Wie ihr seht, habt ihr nicht wirklich ganz 7 Instanzen für Tier 1 und Tier 2. Ob das denn so abläuft wie bei World of Warcraft, wo, wenn man sich random anmeldet, es egal ist, ob man schon in der Instanz war oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich euch leider nicht sagen. Das auf jeden Fall mal dazu. Ja, man kann natürlich nicht nur Dungeons damit suchen, sondern auch Rifts. Da kann man sich dann eben halt eine Rift-Party aussuchen oder eben halt für bestimmte Quests. Die, zum Beispiel Gruppenquests oder so, kann man sich halt eine Party suchen, das geht alles. Bis jetzt noch nicht. Also wie gesagt, das Interface ist noch nicht ganz fertig. Ja, dann macht man eben halt ganz normal auf Join. So, dann sucht man jetzt danach. Man kann sich auch noch für Tier 1, Tier 2 anmelden. Wenn man sich angemeldet hat, sieht man hier eben, dass man seine Auswahl nicht mehr ändern kann. Passieren tut zurzeit nicht wirklich was auf dem Testserver. Also selbst als Tank, wo man ja eigentlich denkt, dass man sofort einen Invite bekommt, dauert das. Ja, das war es dann mit den Neuerungen, die mit diesem Patch kamen. Ich denke mal, das war relativ wichtig für euch, mal dieses Suche nach Gruppe-System zu sehen. Und ja. Wir wünschen euch dann noch eine schöne Rest-Osterzeit und bis dann.